Die Volks- und Raiffeisenbanken luden ein und über 1000 Bankiers und Unternehmer aus ganz Bayern kamen. Zum dritten Mal hatte es der hiesige Kreisverband der Genossenschaftsbanken geschafft, den Wirtschaftstag nach Straubing zu holen. Und sowohl die Gastgeber als auch die Ehrengäste waren sich einig, die Entscheidung auf dem Euro-Krisengipfel für den Schuldenschnitt war längst nötig und auch richtig. Schlecht natürlich für die Großbanken, die jetzt 50% der Griechenanleihen abschreiben müssen. Gott sei Dank, die Volks- und Raiffeisenbanken sind hier nicht betroffen. Wir sind der Rufer, der einzige Rufer in der Wüste. Das ist noch lange nicht das Ende der seligen Partie, aber ich hoffe, dass die Hysterie und Nervosität aus den Märkten herausgeht und dass geglaubt wird, wir lassen die Währung nicht scheitern und wir lassen damit Europa nicht scheitern, sondern wir werden mehr Europa schaffen müssen und schaffen. Das ist ja die Botschaft, die ausgeht von dieser Konferenz und deshalb glaube ich, dass sie eine Wirkung tut und ich hoffe es natürlich auch. Jetzt trifft es natürlich diese internationalen Player mit 50% müssen es verzichten, wo sie investiert haben, wo sie vorher geschaut gehabt haben, dass sie sehr viel Geld verdienen, dann trifft es halt einmal die Richtigen und müssen, sag ich mal, das Risiko in ihre Bücher mit reinnehmen. Auch Bayerns Wirtschaftsminister Martin Zeil lobte in seiner Rede die Einigung, die in der Nacht in Brüssel erzielt wurde. Es sei richtig, nicht diejenigen haftbar zu machen, die vor, während und nach der Wirtschaftskrise vorbildlich gehandelt hätten. Die aktuell gute Wirtschaftslage in Bayern und Deutschland dürfe allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, so Zeil, dass sich die Wirtschaft in den kommenden Monaten abkühlen werde. Der ehemalige Bundeswirtschaftsminister ist da aber optimistischer. Wir haben in Deutschland eine außergewöhnlich gute Situation. Bei unserer Neigung, selbstkritisch zu sein und ein bisschen zu nörgeln, ist das bemerkenswert, wie gut wir dastehen. Wir werden ja fast auf der ganzen Welt, jedenfalls in der westlichen Welt, bewundert für das, was hier in Deutschland stattfindet. Wohin man kommt, wird gefragt, wie kommt das, dass in Deutschland im vergangenen Jahr 3,6% Wachstum haben. Jetzt in diesem Jahr werden wir wahrscheinlich 3% erreichen. Ich glaube auch nicht, dass wir im nächsten Jahr auf 1% heruntergehen. Wenn ich sehe, was in den Unternehmen stattfindet, glaube ich, dass es besser gehen kann, wenn allerdings die Weltwirtschaft nicht einbricht. Wir sind zurzeit dabei, eine neue Bankgeschäftsstelle zu bauen und mehrere Firmen lassen uns im Stich, können nicht rechtzeitig liefern. Das Gleiche passiert in der Autobranche. Wer heute ein Auto kauft, einen Audi oder einen VW oder einen Mercedes, der wartet mindestens ein halbes Jahr. Also wir können uns nicht beklagen. Ich bin der Meinung, dass die Stimmung schlechter ist als die Lage. Die Auftragsbücher sind voll. Die Firmen sind ausgelastet, also ich kenne jetzt keine Firma, die irgendwie an Auftragsmangel oder sonst leidet, eher an Personal als an Spezialistenmangel. An Spezialisten in Finanzdingen mangelte es dafür am Donnerstag beim Wirtschaftstag in Straubing nicht. Und die blicken, auch aufgrund der jüngsten Entscheidungen auf europäischer Ebene, größtenteils positiv in die Zukunft.